Hallo ihr Lieben, es hat ein bisschen gedauert, bis ich jetzt das zweite Video mache. Das liegt aber daran, dass ich zum einen versuche, das, was ich euch erzähle, auch zu verarbeiten und zum anderen in meinen Vorbereitungen für den Jakobsweg, für den ich mich jetzt entschieden habe. Ich habe da letztes Jahr schon drüber nachgedacht, ihn zu gehen, um all das und noch ein paar andere Dinge zu verarbeiten, aber mich nicht so getraut. Und jetzt habe ich endlich den Flug gebucht und habe jede Menge noch mit den Vorbereitungen zu tun. Aber ich habe euch ja gesagt, es geht weiter und ich erzähle die Geschichte auch wirklich bis ganz zum Schluss in Etappen. Das ist sonst einfach zu viel. Ja, ich hoffe, dass diesmal der Ton besser ist. Letztes Mal hatte ich ein paar Probleme, hat vielleicht der eine oder andere gemerkt. Der Ton war viel zu leise und dann habe ich den versucht, künstlich lauter zu machen und das war überhaupt nicht mehr synchron. Ja, jetzt habe ich mir einfach noch ein zusätzliches Mikrofon zur Hilfe genommen. Einfach, um nicht diese Bearbeitung machen zu müssen. Das dauert dann noch alles unermesslich lange. Okay, letztes Mal war ich dabei stehen geblieben, dass er bei mir rein wollte, dann abgefahren ist und schon leicht, was heißt leicht, er wurde schon handgreiflich. Das hat mir totale Angst gemacht. Und ja, dann war auch erstmal grob Ruhe. Ich habe das dann auch meinem Vater erzählt, hat ihm auch unterwegs, der war mal wieder unterwegs in der Kur, um Hilfe gebeten, beziehungsweise seine Meinung. Das Einzige, was er da so zu sagen hatte, war, ja, dann halt die Polizei rufen, beziehungsweise er mag so eine Menschen nicht. Okay, wer mag dich schon? Aber das war es dann im Großen und Ganzen auch gewesen. Dann hat er mich dann auch wieder recht allein gelassen. Ja, und nach einer Zeit kam, und das ist jetzt besonders interessant, weil das Muster ist nicht nur bei mir so, das ist wirklich überall gleich, die sogenannte Honeymoon-Phase, die fing dann an, ja. Also er hat sich dann auf einmal bei mir entschuldigt. Er war ja eigentlich gar nicht so. Er hat mir große, teure Geschenke gemacht. Er war der liebste Mann überhaupt. Er hat mich weniger angerufen, sagte, er hatte das jetzt verstanden, er hatte mit Freunden geredet und er klang total einsichtig und vernünftig und hatte mir dann sogar noch Karten besorgt für so einen Vortrag von jemandem, für den ich mich interessiert hatte, auch so, was so die Weiterentwicklung angeht, die geistige. Da wollte er mit mir zusammen hingehen und ja, der hat mir sogar einen handgeschriebenen Brief geschickt, wo er sich groß und breit entschuldigt hat. Da dachte ich auch, wow, wann hast du das mal gekriegt heute im Internetzeitalter? Handgeschriebene Briefe, das ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und es war auf richtig schönem Papier. Also, der hat sich so bemüht, das, ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Also dieser totale Wechsel, er war wirklich, er hat mich wieder auf Händen getragen. Es war, ja, irgendwann dachte ich mir, okay, du hast ja in deinem Leben auch schon viel Mist gemacht. Du bist ja auch schon mal hier ausgeflippt in deiner Jugend oder kamst nicht mit deinen Gefühlen klar. Und ich hatte ja damals meiner Stiefmutter auch eine Chance gegeben und ich dachte, sie hat sich geändert. Ich hatte den Kontakt mit ihr aufrechterhalten. Ja, und da waren noch viel, viel, viel schlimmere Dinge vorgefallen als mit diesem Mann. Und ja, zu dem Zeitpunkt dachte ich echt, die hat sich geändert. Dann dachte ich, ja, vielleicht hat er es wirklich verstanden und er will sich auch ändern. Ich arbeite ja auch an mir, wir haben ja alle unsere Probleme. Und dann hatte ich relativ schnell wieder Herzchenaugen, weil er mich wirklich so vergöttert hat, wieder auf den Thron gesetzt und ja, man kann das einfach gar nicht beschreiben. Das nennt man Honeymoon-Phase, weil Honeymoon, das ist so ja die Zeit, nachdem man eigentlich verheiratet ist, wo man dann in die Flitterwochen fährt und wo einfach alles total toll ist. Es ist wieder so am Anfang, vielleicht sogar noch ein Tick besser, ja. Und das hält dann auch eine ganze Weile vor, bis er mich dann wieder hatte.
Und ja, als er mich wieder sicher hatte und ich ihm noch eine Chance gegeben habe, dann dauert es leider gar nicht lange und so ganz langsam schließt sich das alte Muster wieder ein. Aber langsam, also das nicht so von heute auf morgen. Die Honeymoon-Phase, die erste, die hat so ganz langsam abgenommen. Peu à peu. Ja, und ich dachte, Mist, ja, ich hab in mir drinne schon gemerkt, wieder, da hat sich wieder mein Magen zusammengezogen. Ich hatte schon ein ganz unwohles Gefühl, wenn das Telefon geklingelt hat. Ich bin zusammengezuckt. Das kann man gar nicht beschreiben. Und habe aber gleichzeitig versucht, mir das schön zu reden. Ja, und nicht nur mir das schön zu reden. Ich hatte ja natürlich auch meiner Familie erzählt, was Phase war, dass ich ihnen noch eine Chance gegeben habe, was schon mal sehr schwer war, dass sie das überhaupt akzeptieren und meine Bekannten. Ja, und dann konnte ich ja jetzt nicht ankommen und sagen, war doch nichts. Also da ist viel in meinem Kopf abgegangen, wo ich versucht habe, mich selbst zu bescheißen, ja. So aus Schutz vielleicht. Und wie ich gesagt habe, weil ich das auch nicht von früher nicht so sonderlich viel anders kannte. Ich habe einfach gehofft, dass diese Honeymoon-Phase, dass es bleibt, dass es was Dauerhaftes ist, dass es sich wirklich geändert hat, obwohl sich langsam gezeigt hat, dass er wieder an das alte Muster zurückfiel. Also wieder öfter anrief, ja, der Tonfall schon wieder etwas rauer wurde. Und das ging dann auch schon. Na, wo warst du? Na, wer ist bei dir? Und irgendwann kam der Punkt, da hatte ich dann nur noch Angst und dachte, Scheiße, was machst du jetzt? Weil ich wusste ja, mit ihm Schluss machen, das geht nicht so einfach, das akzeptiert er nicht. Und dann kam mir halt die Idee, dass ich zu meinem Ex-Freund als Urlaub in die Schweiz gehe. Also ihm das so als Urlaub verkaufe. Das war der, mit dem ich 5 Jahre mal zusammen gewesen war und ja, wir hatten uns irgendwie auseinandergeliebt. Ich glaube, wir waren noch nie wirklich beieinander. Das war ja mehr so eine jeder für sich Beziehung anstatt zusammen. Aber passte halt zu dem Zeitpunkt ganz gut oder fiel mir nicht so auf. Keine Ahnung. Ich glaube, so eine gesunde Beziehung habe ich wahrscheinlich mein ganzes Leben noch nicht geführt, weil ich gar nicht so richtig weiß, was das eigentlich ist. Das ist ein Problem. Eben, und ich denke mal, das hat auch wirklich ganz viel mit der Kindheit zu tun, ja, wie ich das vorgelebt bekommen habe. Ich habe keine gesunden Beziehungen vorgelebt bekommen und ich, ja, weiß ich nicht, manchmal denke ich, ich bin beziehungsunfähig. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir zu dem Zeitpunkt, mein Ex-Freund in der Schweiz und ich, in Freundschaft auseinandergegangen, ja, dachte ich. Und ja, dann bin ich da hochgegangen und habe ihn eigentlich, als ich da war, um Hilfe gebeten, habe ihm erzählt, was Sache ist. Und das fing eigentlich auch relativ schnell an, als ich da war. Ich meine, es lief nichts zwischen uns beiden, wirklich absolut gar nichts. Und es folgten so wüste Beschimpfungen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe die ganzen E-Mails, Facebook noch, Facebook, SMS, also das ging im 10-Sekunden-Takt. Kam Mail um Mail. Also der hat mich so beschimpft und schrieb, er würde mich da abholen und er hatte richtig Paranoia und ja, also da war auch wieder diese Wendung. Erst sagte er noch zu mir, ja, das ist eine gute Idee, wenn du da runterfährst und so, du brauchst das ja für deine Psyche. Und dann auf einmal, fupp, kam wieder so dieses Besitzdenken von ihm, ja. Eifersucht. Eifersucht ist die mit Eifersucht. Ja, Eifersucht ist nichts Gutes, auch wenn man das immer meint. Halte ich für gar nicht gut. Es ist Besitzdenken. So, und das ist halt bei ihm ganz besonders großes Besitzdenken gewesen. Ja, und dann hatte ich da aber noch eine Bekannte und die hat das auch mitbekommen und wir saßen dann da und die hat mir dann einen Text formuliert, weil ich konnte nicht mehr denken. Ich war voller Angst. Ich saß dann nur so, hö. Ne? Und ich habe echt gedacht, der kommt da jetzt demnächst und holt mich ab. Und die hat das dann so formuliert, ich habe das dann weitergeschrieben, dass er mich gefälligst in Ruhe zu lassen hat. Und ja,
irgendwann kam dann nur noch, ich hätte ihn ja so verletzt und na, ich war ja dann die Böse, ich habe ihm das Herz gebrochen. Da war zumindest erstmal ein bisschen Ruhe. Ich hatte auch da noch vorsichtshalber in der Schweiz sogar mit der Polizei auch gesprochen und mich ein bisschen erkundigt. Also, wenn er da versucht hätte, irgendwas zu machen und ich hätte ein Handy gehabt, also so einfach wäre das nicht gegangen. Das hat mich dann beruhigt. Also, wir waren schon informiert, was er nicht wusste. Es gibt auch in der Schweiz Mittel und Wege, Gott sei Dank, dass die Frau auch eigentlich, wenn sie sich da mal Hilfe suchen kann, recht gut geschützt. Hat mich wirklich gefreut, trotzdem ich in der Schweiz nur zu Gast war. Aber als ich denen das erzählt habe, was da los ist, also die haben mir schon die Hilfe angeboten und dann auch gleich hier vielleicht Kontakt mit dem Weißen Ring aufzunehmen. Das ist so für Opfer von, ja, überhaupt Gewalttaten, ja, jetzt mal so ganz generell. Ja, aber da dann jetzt erstmal Ruhe war, fiel das ja alles nicht an. Und ja, er hat es dann wirklich sein gelassen und ich fiel wieder in so ein Loch. Ich hatte dann auch noch den Fehler gemacht, weil ich habe mich in der Zeit in meinem Ex da wirklich so gut verstanden, dass ich dachte, nur, es wäre vielleicht doch eine gute Idee, wieder lieber mit ihm zusammenzukommen. Also das kann ich nicht erklären. Das erscheint mir aus heutiger Sicht auch total unlogisch, was ich da in meinem Kopf gedacht habe. Aber bemerkt, das war erst alles nachdem und so richtig zusammengekommen sind wir eigentlich gar nicht, weil da war nichts. Aber das, ja, ich habe ja schon mal gesagt, so mit Beziehungen habe ich so meine Probleme. Und der in der Schweiz war so dieses Nullinteresse. Also so ziemlich fast Nullinteresse, auch schon während wir zusammen waren, nicht so wirklich. Und dann hatte ich auf der anderen Seite das andere Extrem. Ja. Und weil ich dann so enttäuscht war, habe ich mich halt immer mehr daran erinnert, ja, irgendwo. Ja, ich war immer einsam und als ein bisschen Ruhe reinkam, dachte ich so, der hat ja eigentlich doch ganz schön Interesse gezeigt. Also es ist unglaublich, sage ich wirklich auch aus heutiger Sicht, wie ich mir das da schön geredet habe, wie ich mir in die Tasche gelogen habe. Ich kann es leider nicht so richtig erklären, was da in meinem Kopf vorging. Ja, war nicht schön. Und ja, also ich war total in mir einsam und ja, auf der einen Seite wirklich da die Welt mit meinem Ex-Freund, der ja nie so wirklich Interesse an meiner Person hatte. Mein Vater, der sich auch von mir zurückgezogen hat. Und auf der anderen Seite jetzt dieser andere Mann, der halt zweimal seine Marotten hat, aber im Grunde genommen total an mir interessiert war. Also ich dachte, dass er an mir interessiert war. Ja. Dachte, das ist der erste Mensch, der ist richtig an dir interessiert. Okay, er hat ein paar Macken, wer hat das nicht? Ne? Vielleicht kriegt man das ja doch irgendwie wieder hin. Also ich war hin und her gerissen. Also ja, und ich wollte eigentlich nur eins, mein ganzes Leben. Ich wollte immer geliebt werden. Aber weil ich nie so richtig die Liebe gekriegt habe, kann ich das gar nicht so zuordnen. Da habe ich das auch ein bisschen verwechselt, so diese übermäßige Aufmerksamkeit mit Liebe. Ja, ich hatte keinen wirklichen Vergleich, weil so richtig echte Liebe ist mir leider nicht so wirklich zuteil geworden, wenn dann nur ganz kurz. Ja, mein Vater hat leider selber seine Probleme. Es gibt Phasen in meinem Leben. Da war er da für mich, auch ganz intensiv. Und dann, wenn es nicht so läuft, war er halt weg. Ja, also, ja, wenn ich habe sicherlich auch viele gute Dinge von meinem Vater gelernt, aber eine andere Sache habe ich leider auch von ihm gelernt, nämlich, dass man sich auf Menschen nicht verlassen kann. Und da war halt er, der mir in den Sinn kam, der Einzige zu sein schien, der sich wirklich für mich interessierte, auch wenn das alles nur eine riesengroße Lüge war, die ich mir davor gelogen habe. Irgendwann war klar, in die Schweiz konnte ich soweit nicht einziehen. Ich hatte ja auch meine Wohnung da. Ja, es musste jetzt irgendwas passieren. Und
Ja, ich bin dann zurück in meine Wohnung und er hatte noch ein Tier von mir, ich hatte ein Chamäleon, habe ihn dann angerufen, ihm gesagt, ich bin da, wenn er bitte das Tier vorbeibringt. Und dann stand er da in der Tür und hatte Brötchen bei und ich weiß nicht wieso, als ich ihn so sah, ich habe einfach nur geheult. Das ist was, was man nicht mit logischen Worten erklären kann. Es ist wirklich, ich habe mich so unglaublich einsam und verlassen gefühlt. Ja, mein Vater hatte mir gesagt, ich bin für dich da, ich helfe dir, dein Leben wieder aufzubauen. Ja, wir hatten 2 Jahre verabredet. Nach einem Jahr hat er schon keine Lust mehr gehabt und war auf dem Selbstfindungstrip, wieder einer von vielen. Den ersten Selbstfindungstrip hat er schon, als ich da im Kinderheim war. Ich liebe ihn wirklich. Er ist der Einzige aus meiner Familie, den ich liebe. Und ich glaube, das ist auch wirklich auf irgendeine Art Liebe. Weil meine Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft, ja. Klar, ich bin enttäuscht, ich mag auch sauer sein. Aber ja, das ändert nichts an meinen Gefühlen. Und bei ihm ist das aber leider nicht so. Das ist mein Pech. Er ist halt ein Mensch, der ist nur da, wenn alles schön ist. Er ist ein kluger Kopf, aber er kann ernsthafte Probleme nicht vertragen. Und das ist eigentlich egal, was war in dieser sogenannten zerrütteten Beziehung. Das ist einer der Kernpunkte, die ich heute nachträglich identifizieren konnte, warum ich so ein perfektes Opfer war. Weil einfach alles in mir nach Liebe, nach Aufmerksamkeit geschrien hat. Und er hat mir das zwar im Übermaß gegeben, auf eine ziemlich komische Art, aber wenigstens hat es mir da einer gegeben, ja. Und ich weiß nicht, ob das bei euch oder bei dir jetzt auch so ist, dass du dir diese Liebe so sehr wünschst. Ich meine, es ist schön, wenn man einen Mann hat, der einen auf Händen trägt oder zumindest eine Zeit. Ich weiß nur, dass ich immer die ganze Zeit gehofft habe, dass es so schön bleibt. Ja, dass es wieder so schön wird wie am Anfang, dass es dann auch so schön bleibt, dass er sich wieder einkriegt, dass er sich bessert. So all die Versprechen, die er mir auch immer wieder und wieder und wieder gemacht hat. Ich bin da zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz hundertprozentig drauf eingegangen. Aber als es dann soweit war, dass ja die Wohnung gekündigt wurde und er dann angeboten hat, du kannst deine Sachen bei mir unterstellen, obwohl wir gar nicht zusammen waren, ja, da fand ich das trotz allem eine großzügige Geste. Ich hatte auf einmal nichts vor Augen. Ich hatte erst eine schöne Wohnung, die mein Vater und ich mir aufgebaut haben mit einem schönen Garten, das war alles schön. Und dann auf einmal, ja, ist er dann mal weg und braucht sein Geld wieder für sich. Er hatte die Wohnung bezahlt, alleine hätte ich es nicht gekonnt. Ja, ich meine, er war auch schon vorher weg. Er war eigentlich immer irgendwie weg. Und das ist es, was mich in mir drin so tief traurig macht. Und warum ich mich so an diesen anderen Menschen gehangen habe. Ich dachte nur, bevor du ganz alleine bist auf der Welt, ne? Hatte zwar noch meinen besten Freund in Berlin, aber es war eine andere Art Beziehung. Wir konnten nicht so wirklich über alles reden, weil ich weiß nicht. Er war auf jeden Fall der Erste, der gefragt hat und der zugehört hat. Der hat stundenlang zugehört. Und das habe ich mir so gewünscht. Ich habe mir immer einen Menschen gewünscht, der mir zuhört und der mich lieben kann. Egal was war. Ja. Und dann habe ich sein Angebot angenommen.
Ich wusste irgendwo innerlich, dass es vielleicht nicht die beste Idee. Aber auf der anderen Seite war die Kündigung geschrieben für die Wohnung. Ich wusste nicht wirklich wohin. Und er hat gesagt, er hat ein schönes Haus gefunden. Ein schönes Haus mit Garten. Ich war in Nordrhein-Westfalen in diesen Raum gezogen und kam ja vorher aus der Schweiz, weil ich da längere Zeit gewohnt habe und ich liebe die Berge und die Gegend ist einfach viel schöner. Und genau da im Schwarzwald, weil er eine Arbeit in der Schweiz gekriegt hat, genau da hat er ein Haus gefunden. Ein schönes Haus mit einem großen Garten. Da durfte ich meine Sachen unterstellen. Ich gebe zu, es war einfach verlockend. Ja, zur einen Seite hin der materielle Aspekt. Wer wünscht sich das nicht? In einem schönen Haus mit einem schönen Garten zu wohnen. Ein Mann, der eine gute Arbeit hat und der sich für einen interessiert. Ich war auch einfach, ja, zu naiv. Ich habe uns zu ausgehungert nach Liebe. Ich habe Liebe, diese Liebe von ihm, habe ich verwechselt. Ich habe das für Liebe gehalten. Das war keine Liebe, es war ein Machtspielchen, aber das wusste ich nicht, das konnte ich nicht erkennen. Und ich weiß nicht, ob es der größte Fehler in meinem Leben war. Ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht, aber es war nicht gut. Als ich die Sachen schon gepackt habe für meine Wohnung, er war schon dort oben, dann rief er immer an. Und in einer ruppigen Art und Weise. Und ich wusste, es gibt kein Zurück. Irgendwann haben wir dann die letzten Sachen abgeholt. Ich hatte nur noch Angst und kurz bevor wir hochgefahren sind, sind wir noch bei einem Freund von ihm vorbeigefahren. Ich kannte den überhaupt nicht, ich habe den noch nie vorher gesehen, aber ich hätte alles dafür gegeben, einfach da bleiben zu können. Und ich saß im Auto, meine Sachen angepackt, die Wohnung war gekündigt und ich hatte einfach nur noch Angst. Ich kann das nicht beschreiben, wie es ist, wenn man nur noch Angst hat. Die Falle war zugeschnappt irgendwie. Ich habe für mich keinen Ausweg gesehen. Ich wusste, ich fahre jetzt in mein Gefängnis. Der Moment von dem zweiten Honeymoon, der war schon extrem viel kürzer. Ja. Und dann bin ich in dieses große Haus gezogen. Und da habe ich dann ganz schnell feststellen müssen, dass es wirklich einer meiner größten Fehler gewesen ist, das zu tun. Es ist so, heute, ja, ich habe mich schon 1 Million Mal gefragt, warum hast du nicht anders reagiert? Nee, warum bist du nicht einfach zum Amt gegangen, hättest dir irgendeine Wohnung gehen lassen? Warum bist du so auf diesen materiellen Reiz reingefallen? Ja, was? Ich habe meine Seele verkauft dafür. Ich habe meine Seele verkauft für ein schönes Haus, für den Garten und für eine Illusion. Ja. Und als ich dort eingezogen bin, da wurde es dann richtig schlimm. Ich hatte ganz kurz gehofft, dass es besser wird, weil er ja dann weiß, wenn ich da bin, dass ich nirgendwo anders sein kann. Ja, kurze Illusion. Ich dachte, musste mir das dann wieder schönreden. Und dachte, wenn ich da bin, ja, dann kriegt er bestimmt wieder gute Laune. Der sieht ja jetzt, dass es mir ernst ist. Ja, es ist. Ich bin ja jetzt da. Nee, die Falle war richtig zugeschnappt. Da
wurde es erst richtig schlimm. Ich kann dir also sagen, wenn du meinst, ja, und solche Gedanken hast, wie ich die hatte, ja, die Person hat einfach Angst, wie sie es auch erzählt, ja, dass du es nicht ernst meinen könntest, wenn du mit ihr zusammenziehst, dass sich das dann gibt und dass das besser wird. Das wird nicht besser. Im Gegenteil, dann bist du noch abhängiger. Ja, dann holen die richtig zum großen Schlag aus, wenn du Pech hast. Also, ich kann nicht für alle sprechen, aber die wenigen, mit denen ich gesprochen habe, da war das so. Und auch, was ich so ein bisschen gelesen habe. Es wird nicht besser, wenn du ihn heiratest, wenn du mit ihm zusammenziehst. Es wird nicht besser. Ich weiß, du willst das nicht gerne hören, wenn du jetzt vielleicht in der Phase bist. Ich weiß, wie schön es ist, wenn er dich vergöttert und wenn er dir vielleicht schöne Geschenke macht, wenn er sagt, wie sehr er dich liebt und keiner liebt dich so wie ich und ja, du hattest noch nie so einen Mann wie mich. Das ist schön. Aber überleg dir, ob es dir das wert ist. Es ist es nicht. Überleg bitte ganz gut. Ich meine, du kannst hinterher immer noch wieder rauskommen, aber wenn du vielleicht gerade so eine Überlegung hast und meinst, mit dem Zusammenziehen oder heiraten oder sich verloben, wird das besser, ne, weil er oder sie dir das so suggerieren. Nein, wird's nicht. Es tut mir leid, es wird's nicht. Ja, in diesem Sinne werde ich diese Folge auch erstmal schließen. Und nächstes Mal geht's dann zu dem noch unbequemeren Teil. Bis hin, wo ich zum ersten Mal gegangen bin. Ob ich das jetzt vor dem Jakobsweg noch schaffe, weiß ich nicht. Ich versuch's einfach mal. Also, ich denke schon. Ich kenne dich nicht. Aber ich danke dir für die Zeit, die du dir nimmst, um dir das anzuschauen. Und wenn du dir das anschaust, dann spürst du ja auch schon irgendwo in dir drin was nicht stimmt. Hör auf dein Herz. In dir drin weißt du eigentlich schon, was Sache ist. Okay, bis zum nächsten Mal.